Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. In der letzten Folge haben wir ja die Gondel gebaut, die mir persönlich sehr gut gefällt. Für alle Leute, die das nicht mitbekommen haben, unten in der Videobeschreibung findet ihr sicherlich eine Playlist, auf die könnt ihr draufklicken. Da findet ihr alle Videos nochmal vom bisherigen Aufbau des Parks und könnt alles nochmal ganz in Ruhe nachschauen. Also falls euch einzelne Gebäude oder einzelne Abschnitte des Parks interessieren, könnt ihr euch die in der Playlist, wie gesagt, nochmal in Ruhe anschauen. Ansonsten möchte ich mich heute diesem Bereich hier ein bisschen widmen. Also hier vorne haben wir eine Aussichtsplattform. Da möchte ich ein bisschen was bauen. Bevor ich das aber machen kann, möchte ich hier noch ein bisschen was umterraformen. Weil ich hatte ja gesagt, ich möchte hier das Skigebiet hinbauen. Das Ganze wird sich aber wahrscheinlich noch ein bisschen ändern. Ich habe nämlich eine wirklich ziemlich coole Idee für ein modernes Skigebiet. Viele von euch haben gesagt, hey Zander, es wäre mal cool, wenn du modern baust. Wir haben ja jetzt einen Bereich gebaut, wo wir ein bisschen Fantasy haben. Jetzt haben wir den Wild West Bereich gebaut, der auch noch nicht zu 100% abgeschlossen ist, wo eventuell noch die ein oder andere Sache hinzukommen kann. Vor allen Dingen hier vorne, hier kommt noch ein bisschen was hin und eventuell werde ich das Ganze hier nach hinten noch ein bisschen erweitern, das müssen wir mal schauen. Und dann möchte ich jetzt einfach was Modernes bauen und das Moderne wird ein Skigebiet werden. Ich habe mir da so ein paar Gebäude, ich sag mal, über das Internet rausgesucht, wo ich mir einfach gedacht habe, das könnte man ziemlich gut adaptieren, das könnte man gut mit in das Spiel einbauen, also Gebäude, die es in echt gibt oder in anderen Spielen gibt, wie jetzt zum Beispiel dem Winter Ski Resort oder Winter Resort Spiel Simulator. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der müsste die Tage wahrscheinlich auch auf meinem YouTube-Kanal online kommen. Da könnt ihr euch das auch mal anschauen. Auf jeden Fall möchte ich die Gebäude halt versuchen, so ein bisschen mit in das Spiel reinzubringen. Aber dafür ist dieser Platz hier zu wenig, weil ich möchte nicht nur eine Gondel bauen und dann die Skibahn und dann eventuell was da drauf bauen. Weiß ich nicht, muss man mal schauen, ob wir da eine Attraktion reinbauen können. Sondern ich möchte auch ein Hotel oben reinbauen mit Restaurants und sowas alles. Und dafür brauchen wir einfach oben ein bisschen mehr Platz. Das heißt, ich werde den Berg jetzt so rumziehen, so dass die Skipiste nicht hier vorne endet, sondern die geht sozusagen von hier runter nach hier. Und dann hat man von hier eine richtig schöne Aussicht auch in dieses Gebiet rein. Und dann haben wir auch eine ganz gute Verknüpfung. Das heißt, das Ganze wird so ein bisschen hier rumgehen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir die Ecke hier hinten dann so ein bisschen aus dem Park ausschließen oder ob wir da was anderes hinbauen. Da müssen wir dann mal schauen später. Auf jeden Fall werde ich mich heute diesem Bereich zuwenden. Und damit würde ich jetzt einfach mal starten. Dementsprechend ein bisschen Terraforming. Let's go. So, währenddessen ich das Ganze jetzt hier am Terraform bin, ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass ich den Skipistenverlauf ein bisschen anders bauen werde, ist mir aufgefallen, dass es einfach mega gut aufgeht. Und zwar nicht nur an einem oder zwei Punkten, wie ihr vielleicht gerade schon so ein bisschen erkennen könnt, sondern an drei Punkten. Und zwar haben wir als ersten Punkt diese Bahn. Das heißt, der Winter, beziehungsweise das Wintergebiet könnte perfekt hier unten starten. Also wir haben hier die Bahn, die dann genau in das Wintergebiet reingeht. Daneben können wir dann die Gondel bauen, die dann im Grunde auf den Berg drauf fährt. Und dann hat man hier die Abfahrt von der ersten Piste und vielleicht sogar hier dann die zweite Piste. Da müssen wir mal schauen, ob wir dann zwei Pisten zusammenlaufen lassen, dass wir eine etwas steilere haben, eine etwas nicht so steile Piste haben. Das müssen wir mal gucken, wie wir das umsetzen. Dann im Endeffekt. Aber ich glaube, dass das so ziemlich gut auskommt. Und dann haben wir auf der Rückseite des Berges dann das neue Gebiet. Und da kann man dann direkt mit der Bahn wieder hinfahren. Das heißt, wir haben im Grunde aus dem Gebiet 1, also beziehungsweise aus dem Gebiet des Zauberwaldes, kann man direkt ins Skigebiet. Vom Skigebiet kann man dann direkt in das Gebiet, was sich hinter dem Skigebiet befindet. Und dann halt wieder auch weiterfahren. Das ist ziemlich cool, weil für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es gibt eine ziemlich große Untergrundbahn, die dann halt hier einmal im Kreis fährt. Und dadurch haben wir ziemlich große, Distanzen kann man damit überbrücken. Und das ist wirklich gut. Dementsprechend haben wir jetzt halt hier durch dieses Terraforming wirklich eigentlich eine richtig gute Option. Die dritte Möglichkeit, die uns dadurch ergibt, die Möglichkeit, dass wir auf den Berg dann das große Schloss bauen, das Gebäude bauen, was dann halt hier in die Mitte des Parks soll. Da müssen wir dann natürlich schauen, ob das dann zu dem Skigebiet passt oder ob wir das ein bisschen nach hinten rücken. Aber wir haben halt den Berg, also das Terraforming, was wir dann so ein bisschen auch für den Anfang nutzen können. Weil ich hatte ja gesagt, ich würde das gerne so ein bisschen mit übers Wasser drüber bauen. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, die Dimensionen, die haben sich alle so ein bisschen verschoben. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Um das Skigebiet aber auch wirklich schön zu machen, müssen wir einfach, also das ist einfach so, müssen wir einfach auch
einen schönen dicken Berg bauen. Das heißt, wir müssen hier einiges terraformen. Wir müssen das Ganze groß machen, weil sonst wirkt das alles nicht. Dementsprechend mache ich jetzt nochmal ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, wo sich das Ganze hier hin entwickelt. Und ja, damit let's go. So, also ich bin jetzt eigentlich mal, würde ich mal sagen, ziemlich zufrieden mit dem, was ich jetzt gerade geterraformt habe. Für den einen oder anderen sieht das vielleicht jetzt gerade so ein bisschen wuchtig aus, mächtig aus und vielleicht könnt ihr euch jetzt gerade auch nicht genau das vorstellen, was ich mir hier vorstelle. Deswegen versuche ich euch das Ganze kurz mal eben zu erklären und ihr könnt euch dann natürlich auch wieder Gedanken zu machen und das alles in die Kommentare reinschreiben. Also, ich fange mal ganz kurz an zu erklären. Ich habe jetzt hier mit Sand erstmal eingezeichnet, weil wir müssen später den Speicherstand in einem anderen Setting laden, damit ich Schnee habe. Ich muss mal gucken, ich habe das noch nie gemacht, aber mir wurde gesagt, das geht auf jeden Fall, dass wir hier Schnee reinplacen können. Das heißt auf jeden Fall, der Sand wird dann durch Schnee ersetzt und natürlich wird hier einiges durch Schnee ersetzt, weil hier überall Schnee hinkommt. Aber der Sand ist erstmal die Piste. Das ist die Piste Nummer 1 für, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, fortgeschrittene Fahrer und das ist die Piste Nummer 2 für Anfänger. Die geht eigentlich relativ einfach runter und die hat hier so eine Kurve mit drin, ist ein bisschen länger. Und ja, es wird so sein, dass wir zwei Gondelfahrten machen. Also hier unten ist sozusagen das Endgebiet, also hier endet das Ganze. Das muss man sich jetzt auch so vorstellen, dass hier unten natürlich noch ein bisschen Schnee ist. Das heißt, hier unten fährt man dann aus und dann hat man hier auf der linken Seite eine Gondel, die wahrscheinlich hier hoch geht und auf der rechten Seite eine Gondel, die nach hier oben geht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, weil ich bin mir noch nicht zu 100% sicher. Es kann auch sein, dass ich beide Gondelstationen hier unten hinbaue und dass die eine Gondel nach hier oben an diese Position fährt und die andere Gondel an diese Position fährt. Also das heißt, dass man hier so ein bisschen V-förmig hier hoch und runter geht. Das heißt aber, beide Male wird die Piste sozusagen gekreuzt, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde, weil das ein bisschen, ja, ich sag mal, normaler aussieht. Und man hat das ja auch auf Skipisten, zumindest die, die ich kenne, dass die Lifte immer auch ein bisschen immer auf den Bahnen stehen. Also entweder gehen die halt an den Bahnen vorbei oder halt kreuzen die Bahn einmal. Also das heißt, ein, zwei Pfeiler sind meistens immer mittendrin, die sind dann gepolstert. Das kann man auch sehr gut umsetzen. Und die Idee, die ich jetzt halt habe, ist, dass wir hier oben an dieser Stelle ein Restaurant bauen, beziehungsweise hier wird dann wahrscheinlich, also entweder kommt hier der Lift hin oder hier der Lift hin, aber ich denke mal, wir werden hier ein Restaurant hinbauen, hier kommt dann der Lift hin, das Liftende, oder Liftende. Hier oben bauen wir dann so ein bisschen Zeug hin, dass es halt so ein bisschen nach einem Skigebiet aussieht. Das heißt, wir werden hier oben natürlich auch ein bisschen ausdekorieren, hier kommen Bäume hin, Steine hin, Steine vielleicht nicht, aber Bäume. Und dann ist halt hier die Abfahrt und dann hat man einen Weg, der führt hier lang und hier runter und hier haben wir dann das große Hotel, wo dann auch die Besucher schlafen können. Weil es gibt ja, jetzt muss ich mal ganz kurz eben gucken, ich glaube, unter Gebäude müsste das sein, unter angepasst. Und dann müssten wir nämlich, jetzt müssen wir mal schauen, Bauplan wird es nicht sein. Ich komme da immer super durcheinander. Ich glaube, Läden- und Servicegebäude war es, genau. Und zwar hier, Hotel. Wir haben ein Hotel. Wenn wir auf angepasst gehen, haben wir halt hier das Hotel. Und das ist halt das. Wir haben einmal Hotel-Lobby, wir haben ein Luxushotelzimmer und Standard-Hotelzimmer. Und die müssen wir dann da reinbauen in das Hotel. Also das heißt, wir bauen das Gebäude und bauen dann in das Hotel diese verschiedenen Räume rein, um dann die Räume zu haben. Also genau weiß ich es halt eben nicht, weil ich das selber noch nie
gebaut habe. Ich kenne das Hotel nicht, ich habe das selber noch nie angewendet, aber das möchte ich auf jeden Fall versuchen. Das heißt, hier kommt dann das Hotel hin und hier oben kommt dann der andere Lift hin. Was heißt, der Lift wird dann, wie gesagt, hier lang gehen und dann hier enden. Und ich denke, dass ich auch von hier einen Weg hier rüber bauen werde. Das heißt, man kann diese beiden Wege verknüpfen und kann dann auch zu Fuß von hier nach da laufen als Besucher. Und dann müssen wir halt schauen, was für Attraktionen wir hier oben reinbauen. Weil wir spielen ja immer noch Planet Coaster und es soll natürlich auch um den Park gehen. Aber das Setting eines Skigebiets ist so absurd eigentlich für einen Park. Das passt ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir überlegt, ich möchte das Ganze deswegen machen, weil dieser Park komplett extravagant ist. Viele von euch haben immer noch das Denken, dass ich einen Park baue, wie man einen richtigen Freizeitpark besuchen kann. Gerade jetzt auch wegen dem Western-Setting, weil das ja doch schon ein bisschen realer ist. Aber gehen wir mal in den Zauberwald mit diesem gigantischen Zauberbaum, ja, und dem, was ich da bis jetzt gebaut habe mit der fliegenden Insel, das ist ja schon ein bisschen surreal. Deswegen möchte ich auch genau da bleiben, dass wir ein bisschen mehr um die Ecke rumdenken und versuchen, das Ganze ein bisschen anders anzugehen, weil 0815 Park bauen viele, also was heißt 0815, das klingt so abwertend, das möchte ich gar nicht damit sagen, sondern ich möchte einfach versuchen, etwas anderes zu bauen, etwas Besonderes zu bauen und da habe ich einfach Bock drauf, deswegen habe ich das Ganze jetzt so angefangen. Falls ihr Ideen habt, könnt ihr die natürlich jederzeit gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir auf jeden Fall sehr gut darauf aufbauen können. Dementsprechend werde ich jetzt den ersten Lift bauen und werde mal schauen, wie das Ganze funktioniert, ob das funktioniert, was ich denke, ob das überhaupt irgendwie umsetzbar ist oder halt eben nicht. Ob das vom Platz reicht oder nicht, das werden wir jetzt sehen. Dementsprechend schauen wir jetzt mal rein. Dafür müssen wir uns wieder ein Schienenfahrgeschäft aussuchen, glaube ich war es. Dann müssen wir auf angepasst gehen und dann gehen wir auf die Lifte. Und dafür nehmen wir dieses Mal den Sessellift, weil in der letzten Folge haben wir den Gondola, also Sessellift-Gondola gebaut. Das sind ja die Gondeln hier und jetzt möchte ich diese offenen Skilifte bauen. Und dafür müssen wir jetzt einmal nach unten gehen. Und dafür würde ich jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich den Lift... Jetzt müssen wir mal gucken, bauen wir den Lift jetzt schräg rüber oder nicht? Jetzt fängt es nämlich schon an, wo ich sage, machen wir es so oder machen wir es nicht. Ich glaube, wir können den sogar sehr gut eigentlich hierhin placen, an diese Stelle. Aber dann würden wir so ein bisschen... das ist schwierig. Vielleicht baue ich ihn einfach hierhin. Ich möchte halt versuchen, den Boden nach Möglichkeit irgendwie so zu setzen, dass er... so sieht das doch ganz gut aus. So könnten wir das machen. Und ich würde gerne das Rad bauen, weil ich möchte hier, also ich habe mir schon überlegt, wie ich das Ganze designe. Und dafür können wir nicht diesen Aufbau nutzen, sondern also diesen Antriebsstationsrad, ein Rad mit Antriebsmotor, das die Gondeln die Bahn entlang bewegt. Jede Sessellift-Konfiguration benötigt einen Antriebsstation. Ja, da müssen wir es unten bauen. Weil das können wir nur oben bauen und das bauen wir dann unten. Dann würde ich sagen, bauen wir das hier runter. Obwohl, das sieht irgendwie doof aus, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht doof aus, aber vielleicht können wir das auch in die Konstruktion mit einbauen, weil ich habe eine Konstruktion, die ich ganz cool finde, die ich gerne bauen würde. Um das drumherum sieht sehr modern aus und ich glaube, das können wir da reinbauen. Das heißt, wir bauen hier unten das Antriebsrad, bauen dann jetzt nach oben hin den Lift. Und dafür würde ich sagen, gehen wir hier direkt schon mal nach oben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in einem richtigen Winkel nach oben gehen. So. Ich glaube, wir können sogar schon hier das Ganze einfach verlängern. Das ist eigentlich relativ wumpe. So, das müsste eigentlich klappen. Zack. So, und das sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Das sieht sehr gut aus. Also wir gehen auf jeden Fall genau richtig hier nach oben. Nice. Sehr schön. Okay, so, das können wir natürlich jetzt wieder verkürzen. Und dann gehen wir hier leicht nach unten. Hier nach unten. Verkürzen das wieder. Zack, und dann können wir hier eine Station reinbauen. Und die müssen wir natürlich dann so bauen, dass man am besten nach rechts rausgeht. Oh Gott, sind wir hoch. Oh Gott, sind wir hoch. Warte mal, wir müssen noch ein Stück. Oh, jetzt bin ich hier komplett weg. So, wir gehen mal hier runter. Ich weiß gar nicht, irgendwie ist das sehr schwer einzuschätzen, auf welcher Höhe. Ich muss mal den Kameramodus ändern, das nervt ja mal gerade extremst. Ich muss sagen, der Kameramodus beim Bauen von Achterbahnen und von solchen Attraktionen ist immer kritisch. Kritisch des Todes. Okay, so, wir bauen das so. Dann bauen wir eine Station. Und die bauen... Okay. Oh, hä? What the hell? Was war das denn jetzt? Warum hat er denn... Okay, jetzt bin ich gerade komplett raus. Diese Strecke hat er eigentlich gar nicht gebaut. Jetzt soll er eine Station bauen, anstatt das. Aha, jetzt baut er es. Gerade hat er es nicht getan. Ich verstehe die Welt nicht mehr. So, wir sind trotzdem noch zu hoch. Das heißt, wir müssen noch weiter runter.
Oh, und es ist so laggy. Es ist so laggy. Okay. Ah, das würde ich jetzt... Jetzt denke ich mir gerade, Mann, warum hast du das nicht einfach in der Timelapse gebaut? Aber wir ziehen das jetzt hier durch so. Zack. Und dann gucken wir mal, ob wir hier eine Station reinbauen können. Aha. So, sehr schön. Jetzt sind wir auf der richtigen Ebene. Haben die Station mit dem Ausstieg nach rechts. Das heißt, man würde jetzt nach rechts rausgehen, könnte dann hier rumlaufen und könnte dann rein theoretisch direkt da raus. Aber ich würde vielleicht doch lieber die linke Seite wählen. Also wir machen den Ausstieg nach links, machen dann so, bauen das Drehrad, also dieses Seilscheibenabschluss bauen wir am Ende. Und damit haben wir dann die Attraktion bzw. den Sessellift gebaut. Und es sieht schon ziemlich cool aus, würde ich einfach mal sagen. Also mir gefällt das auf jeden Fall richtig gut. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir jetzt die Seilbahn hier hingebaut haben, sogar die Piste ein bisschen breiter bauen. Da müssen wir mal schauen und dann machen wir vielleicht eine Unterteilung da noch mit rein. Vielleicht so ein kleines, kleinen Part, wo dann, also ganz brandneue Anfänger sozusagen, vielleicht auch Skifahren lernen können. Da müssen wir mal schauen, wie wir das umsetzen. Aber ich denke, das funktioniert auf jeden Fall schon mal so ganz gut. So. Damit haben wir den Lift gebaut und hier seht ihr auch schon, das sieht richtig cool aus mit diesen Sesseln, die hier drin sitzen. Also, ich finde einfach nur, diese Lifte sind einfach nur mega cool. So, und jetzt müssen wir noch einen Lift auf die linke Seite bauen und dafür würde ich jetzt sagen, fangen wir aber auf der Seite an. Und jetzt können wir nämlich nochmal ein Schienenfahrgeschäft bauen. Sessellift und dann fangen wir auf der Seite an und setzen dann das ganze Ding hier hin. Zack. Warte mal. So, aber wir müssen das ein bisschen weiter drehen, weil wir müssen da hinten hin. So, dann haben wir hier unten wieder den Antrieb. Zack. Und dann fangen wir hier an, nach oben zu bauen. Und das würde ich jetzt sagen, machen wir in der Timelapse. Also, let's go. So, und damit haben wir die nächsten zwei Sessellifte fertig, beziehungsweise die ersten zwei Sessellifte für unser Skigebiet. Einmal auf die linke Seite hier nach oben und auf die rechte Seite hier nach oben. Ich bin sehr froh, dass ich mich entschieden habe, das in der Timelapse zu machen, weil es ein bisschen gedauert hat. Ich musste das Ganze zweimal abreißen, weil ich nicht genau wusste, welche Position. Und so wie es immer ist, also in meinem Park ist es meistens so, ich habe eine grundsätzliche Grundidee, wie ich das Ganze ja machen möchte, aber am Ende kommt dann meistens alles anders, wie es ist. Und dann arbeite ich mit dem, so wie es sich gerade entwickelt hat. Und ich bin wirklich ziemlich happy darüber, weil ich möchte jetzt hier so ein Podest bauen. Das heißt, hier wird das Ganze so ein bisschen angebaut werden. Hier wird dann so ein bisschen das Ganze auf einer erhöhten Ebene sein. Das heißt, die Stelzen werden auch weiterhin zu sehen sein. Die Bahn selber, also die Skipiste habe ich selber jetzt umgelegt. Das heißt, man startet jetzt nicht mehr hier oben, sondern man startet jetzt hier oben und fährt dann so runter und hat dann hier oben auch so ein bisschen Fläche, wo man laufen kann. Das heißt, wir müssen jetzt hier oben später dann noch Wege anlegen und das Ganze halt machen. Und hier haben wir schon wieder Gondeln, die einfach nur so random in der Luft rumhängen. Warte mal, da können wir mal ganz kurz eben schauen. Sind eigentlich die Gondeln von der letzten Folge weg oder hängen die da immer noch rum? Nee, die hängen nicht mehr rum. Okay, also sprich, wenn man den Spielstand neu lädt, dann sind die Gondeln, die da jetzt gerade in der Luft rumhängen, wahrscheinlich auch beim nächsten Mal weg. Okay, also Leute, wir sind für die heutige Folge am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen, wie wir jetzt hier dieses Gebiet so langsam anfangen aufzubauen. Das wird ein großes Gebiet, wo nicht unglaublich viel gebaut wird, also im Gegensatz zum Westerngebiet, wo ja sehr viel auf kleinstem Raum steht. Hier wird es ein bisschen weitläufiger sein, aber es soll ja optisch auch gut aussehen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wie ihr das Ganze findet, wie ihr die Ideen findet, die ich in dem Video mitgeteilt habe. Ich habe ja heute auch sehr viel geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich freue mich auf eure Kommentare und damit bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüssikowski.